Moin ihr Kekse und willkommen zurück bei Chris Tamet, heute mit der 70361, dem größten Set von Scooby-Doo, dem Geisterschloss. Das ist schon ganz schön groß. Also wenn ich das mal anschaue, das ist ein riesen Karton. Hat auch die meisten Teile, 177 Teile in diesem Set. Das wird einiges an Aufwand für den Aufbau gleich sein. Aber ich freue mich drauf. Da sind so viele Effekte drin und so viele versteckte Sachen. Das wird bestimmt großartig. Aber wir gucken uns erstmal die Verpackung an. Ihr seht ja schon vorne, ich kann das jetzt nicht im 360 Grad, weil das ist groß. Ihr seht hier vorne schon alles, was so dabei ist. An den Seiten kommt gleich die Charaktere, die da dabei sind. Also Dracula, Scooby-Doo, Fred und Daphne. Die seht ihr hier. Und auf der Rückseite das Interieur, also das Innere vom Schloss und noch ein paar andere Sets, die es in dieser Reihe auch gibt. Also einiges, was ihr machen könnt. Ich werde jetzt versuchen, das gute Schätzchen mal hier aufzumachen. Und dann rauszuholen. Huiuiui. Schon nicht wenig. Also es ist schon einiges. Ich lasse ihn erstmal hier stehen, mal gucken, ob ich es hinkriege, weil es kann sein, dass ich noch ein bisschen mehr Platz brauche gleich. So, das ist eine Masse an Zubehör, also richtig viel Zeug. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, das Ding aufzubauen. Und ich fange auch einfach mal an. Jetzt seht ihr erstmal, wie das Schloss komplett aussieht von der anderen Seite, einmal von hinten natürlich, was ihr alles dort finden könnt. Also farblich finde ich das richtig gut gelungen, auch was so an kleinen Extras eingebaut wurde, was man nicht sofort erkennt, finde ich auch richtig klasse. Zwei Etagen habt ihr mit einer Treppe und na, eigentlich sind es sogar drei Etagen, weil noch einen kleinen Dachboden, da oben rechts in der Ecke. Aber lasst es mal kurz wirken und dann zeige ich euch die ganzen Features, die dieses Schloss bereithält. Und das sind nicht wenige. Wir fangen natürlich unten in der Etage an, im Erdgeschoss. Was uns direkt ins Auge fällt, ist dieser schöne Kronleuchter bzw. der Kerzenhalter hier in der Ecke. Wenn wir den jetzt zur Seite drücken, dann müsst ihr mal Daphne angucken, weil Daphne geht dann auf eine schnelle Reise. Achtung! Genau, die Treppe wird auf einmal eine Rutschfalle, wo jeder dann runtergleitet. Hui! Das ist schon sehr gut versteckt. Wenn wir weiter gucken, seht ihr hier auf dem Boden Schleifspuren da. Da sind Schleifspuren versteckt. Warum? Ganz einfach, das Bücherregal, was hier versteckt ist, das ist eine Drehtür. Und da kommt Graf Dracula. Ihr könnt auch jede andere Figur da reinstellen. Das Gute ist, hier unten kann man die Figur festklemmen. Das ist so ähnlich wie der Scooby-Doo-Ständer. Wenn es sich dreht, habt ihr gerade gesehen, dass die Figur nicht sofort umfällt, sondern dass sie ein bisschen Halt hat. Aber sehr leicht drehbar. Ihr könnt natürlich das auch als, ja, Fluchtweg nehmen, denn wenn ihr das jetzt anschaut, kommt ihr an der Seite natürlich auch raus. Ihr seht jetzt hier, jetzt drehe ich hier ein bisschen und dann kommt Dracula zum Vorschein und kommt vorne bzw. an der Seite vom Haus raus. Die Büsche könnt ihr dann zur Seite drücken und dann kann er sich aus dem Staub machen. Oder je nachdem, welche Figur ihr gerade entkommen lassen möchtet. Das ist schon echt nice gemacht. Finde ich gut. Was haben wir noch hier im Haus? Ganz einfach. Unten auf jeden Fall habt ihr, ihr seht das Bärenfell. Das Bärenfell ist schon mal ein sehr cooles Accessoire. Es ist so ein bisschen, ja, flexibel. Und ihr seht neben dem Bärenfell, wenn wir mal die Zeitung und sowas zur Seite tun, seht ihr hier Spuren. Die gehen zum Kamin und dann gehen sie hier unter das Bärenfell. Wenn ihr euch die Bücher anschaut, die dabei sind, haben wir hier zum Beispiel, seht ihr hier, hat jemand einen Bankraub geplant, also Tunnel, zack, zur Bank und das Geld rausholen oder das Gold, je nachdem, was es war. Das ist schon richtig guter, ein richtig guter Anhaltspunkt, denn wir haben zwei von diesen Tafeln. Da zum Beispiel sieht man hier, Kamin, Fragezeichen, was, wieso?
Ja, dann gucken wir doch einfach mal, was der Kamin so kann. Wir waren zwar gerade beim Bärenfell, aber wir machen es erst mit dem Kamin. Das ist der Kamin. Ich drehe es mal ein bisschen, damit ihr es auch besser sieht. Was ich jetzt euch zeigen muss, da muss ich ein bisschen nach oben gehen für, und zwar hier oben. Ihr seht dort nicht nur die Fledermaus, nein, sondern auch ein Hebel. Der ist quasi, der geht in den Schornstein rein. Wenn wir den jetzt ziehen, also ich ziehe ihn gleich raus, dafür muss ich jetzt aber euch zeigen, was passiert. Und zwar gucken wir auf den Kamin. Ich ziehe jetzt mal den Hebel. Achtung. Da kommt Gold raus. Ich flippe aus. Ganz einfache Geschichte. Ihr könnt den Kamin oben aufmachen und da was deponieren. Das zeige ich euch natürlich gleich, wenn wir nach oben gehen. Also das ist eine kleine Falltür, wo ihr auch rein theoretisch Figuren reinsetzen könnt, die runterfallen, sobald ihr diesen Mechanismus betätigt. Also ein sehr gutes Versteck. Zurück zum Bärenfell. Das Bärenfell liegt nicht nur zum Spaß da. Ich habe es extra da hingelegt. Warum? Wir haben ja, wie gesagt, die Fußspuren. Und da seht ihr hier, da ist doch was versteckt. Genau, unter den Bodendielen ist ein kleines Versteck. Auch da habe ich jetzt ein bisschen Gold versteckt. Also auch aus dem Bankraub. Was ich sehr geil finde, ist, ihr habt einen Sticker, den ihr reinstecken könnt. Der sieht aus, als ob es so richtig schön dreckig ist. Also richtig versaut, dreckig, Erde. So sieht das am besten. Die haben sich schon Gedanken gemacht, das finde ich richtig gut. Die Einrichtung könnt ihr natürlich so bestimmen, wie ihr das möchtet. Ich habe jetzt zum Beispiel hinten den Sessel hingestellt. Das muss natürlich nicht so bleiben. Ihr könnt auch das Set, was ihr schon gesehen habt, und zwar ist das die 70363. Das Dinner mit Shaggy und Scooby könnt ihr auch reinsetzen, also den Tisch und so weiter. Das geht alles wunderbar. Ich stecke mal das Gold wieder zurück. So, versteckt. Und der Bär kommt auch wieder drauf. Flupp. Das ist so, was die Etage mit der Treppe alles machen kann. Finde ich schon echt eine coole Idee. Ihr seht natürlich auch sehr viele Accessoires hier rumliegen. Zum Beispiel da vorne hier die Bücherstütze. Da hinten hinterm Sessel habe ich versteckt eine Zeitung, das Gold, Totenkopf, Knochen. Haben wir hier vorne, da Totenkopf und Knochen, Frischgräten, eine Maus, eine Katze, die gerade eine Frischgräte anknabbert. Oh, jetzt gucken wir mal ins obere Geschoss. So, hier oben habe ich dann die anderen beiden Figuren platziert. Einmal Scooby-Doo als Detektiv mit seiner Detektivmütze, mit einem Vergrößerungsglas, Taschenlampe. Dahinter steht dann Fred. Der hat ein Weinglas in der Hand, der lässt sich's gut gehen. Und sehr viel, ja, Accessoires habe ich natürlich auch reingebaut. Ich habe jetzt die Uhr hingestellt, die könnt ihr wegpacken. Dann jetzt hier zum Beispiel eine Pizzapackung. Die ist aber ganz schön gruselig, denn die Pizza ist aufgegessen. Da ist keine Pizza mehr drin, nur noch Reststücke. Finde ich auch geil, dass POB sowas macht, also als Sticker. Das tun wir mal dann weg. Dann haben wir noch ein paar Tiere dabei, so ein paar Spinnen. Ich habe jetzt die zwei oben. Hier oben hängt eine Fledermaus, da oben hängt auch eine Fledermaus. Aber wir wollen ja mal gucken, was hier so Accessoires, beziehungsweise was für Action-Features das Schloss jetzt hier hat. Da haben wir zu einem, was ich sehr gut finde, das angesprochene Gitter hier vorne vom Kamin. Habt ihr vorhin quasi nicht gesehen, aber gehört, wenn ich das hier rausziehe, so sieht es aus, dann fällt das Gold runter oder je nachdem, was ihr eben hier in den Kamin reinsteckt. Das zeige ich euch gleich, zeige ich euch nochmal hier. Ihr könnt den Kamin ganz leicht abnehmen und da könnt ihr dann, nehmen wir das Gold wieder, hier einfach was reinstecken. Und fällt natürlich runter, weil ich es nicht zugemacht habe. So, jetzt. Zack. Gut getarnt und gut versteckt. Dann haben wir eine richtig gemeine Falle. Und zwar seht ihr hier den Kronleuchter. Ich meine, alleine der Kronleuchter sieht schon richtig gut aus. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, durch den Mechanismus hier vorne, das Ding fallen zu lassen. Zack. Da möchte keiner drunter stehen. Also der ist echt cool gemacht. Ihr habt einige Kerzen. 8 Kerzen und eine Kette, wie ihr es hier wieder dran machen könnt. So, schon hängt er wieder. Ein anderes Feature, das müsste ich euch eigentlich von draußen zeigen. Ihr seht das Draft-Dracula-Bild da hinten. Ich drehe es nochmal kurz ein bisschen. Das kann man von der anderen Seite auch bewegen, aber wenn ich das jetzt hier dagegen drücke, eine Falltür und schon ist Freddy gefangen. Freddy ist jetzt nach unten gefallen. Das ist ein kleiner Auslösemechanismus. Finde ich sehr gut gemacht. Auch, dass es mit so einem Bild gemacht wurde. Ihr könnt natürlich das Ding wieder zumachen. Zack, nichts passiert. Wo ist er hin? Müssen wir gleich mal gucken.
Dann habe ich hier noch einen großen Koffer. Den habe ich jetzt voll gemacht und da oben auf den Dachboden gelegt. Da haben wir ein bisschen was drin und zwar ein bisschen Geld. Das kennt ihr schon, wenn ihr die Kutsche gesehen habt, das Video der Kutsche. Das sind dieselben Geldscheine, die sind auch bedruckt. Also ist kein Aufkleber drin, das sind bedruckte Geldscheine. Die tun wir zum Totenkopf mit den Knochen. Dann haben wir noch einen kleinen Koffer dabei. Die Leiter ist extra, was ich sehr gut finde. Ihr habt hier auf dem Boden, da seht ihr so Einlässe, da, die beiden. Da steht die Leiter ganz sicher drauf. Das heißt, wenn ihr was benutzt, die rutscht nicht weg, weil die Oberfläche recht glatt ist. Aber so rutscht sie nicht weg. Das finde ich echt gut gelöst. Jetzt schauen wir uns nochmal die Falltür an, aber von der anderen Seite. Jetzt seht ihr die Front nochmal von vorne. Und ihr seht diesen, der sieht jetzt gerade nicht, den Busch hier oben. Ich zeige auch schon mal den Busch da oben. Das ist quasi das Gegenstück von dem Bild. So, wenn wir jetzt das Bild benutzen oder den Busch, je nachdem. Sagen wir mal das Bild. Dann seht ihr jetzt, Achtung. Zack, schon kommt der ungebetene Gast einfach rausgeflogen, direkt vor die Haustür gesetzt. So kann es passieren. Finde ich ein geiles Feature. Ich finde das richtig klasse. Das Placer gefällt mir wirklich gut. Ihr habt so viele Details hier drauf. Ich habe auch gerade noch mal das zweite Ding gefunden. Und zwar hier ist das diese Hologrammkarte. Dazu zeige ich euch gleich noch mehr, weil wir haben noch einen richtig coolen Effekt, den ich euch noch nicht gezeigt habe, aber das ich euch noch erklären muss. Wir haben noch ein paar Zubehörteile. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe hier mal aufgebaut ein kleines Feuer. Dann haben wir noch einen Stock mit einer Wurst dran, die man hier grillen kann. Eine Tube Ketchup, eine Mülltonne, die könnt ihr aufmachen. Dann hängen natürlich links und rechts ein paar Fledermäuse im Haus rum, die chillen. Die Tür geht natürlich auch auf. Ja, und es sieht einfach richtig cool aus. Wie gesagt, dieses Farbschema, diese Farbgebung, dieses lila, violette mit dem Mintgrün dabei, das finde ich, sieht einfach klasse aus. Das ist eine richtig coole Toyline und es macht wirklich Spaß, einfach sich auf das hinzustellen. Es macht echt Spaß, sich das anzugucken und aufzubauen. Ich hatte richtig Spaß dabei. So, jetzt sind wir noch auf der Rückseite noch einmal. Ich will dir mal das Feature zeigen, was ich vorhin bewusst ignoriert habe. Und zwar, ihr seht hier, habt ihr gerade wahrscheinlich schon gefragt, was macht denn das? Das nervt doch, wenn man das spielen will. Da kann man mit der Figur gar nicht lang gehen, da stößt man sich ja am Kopf. Das ist ja total doof. Eben nicht. Ihr könnt das, ihr müsst es nicht ransetzen, ihr könnt es ganz leicht abnehmen. Also das Teil ist einfach eingesteckt. Das könnt ihr aber abnehmen. Aber wenn ihr das benutzt, habt ihr ein richtig cooles Feature. Das zeige ich euch jetzt gleich hier. Oben könnt ihr die Bohlen rausnehmen und ihr habt die Möglichkeit für euer Mobiltelefon eine App runterzuladen, die mit diesem Playset wunderbar funktioniert. Das zeige ich euch jetzt mal hier. So, jetzt zeige ich euch mal die App. So sieht die App dann aus, wenn ihr sie gestartet habt. Und dann könnt ihr hier entweder euch nochmal die Anleitung anschauen, wie es gemacht wird. Es geht in mehreren Schritten. Oder aber ihr könnt die App einfach starten. Drückt ihr auf die Videos abspielen und habt ihr hier mehrere Auswahlmöglichkeiten, also richtig viele sogar. Geisterhände, Spinnen, Kerzen, Gewitter, Totenkopf, ein fliegendes Buch, Dämonenaugen, ein Geist und Fledermäuse. Und das könnt ihr dann in das Haus auf diese Plattform legen und das wird dann durch diese Plexiglas, durch das klare Plastik gespiegelt. Und das sieht dann so aus, im Dunkeln natürlich, als ob da Geister fliegen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es noch ein Zubehörteil gibt, wovon ich nicht geredet habe. Und zwar ist das der Sarg von Dracula. Aber ihr seht das schon, der sieht ja komisch aus wie ein Sarg. Ihr könnt ihn auch nicht aufmachen, also der ist zu. Allerdings, es gibt sehr coole Features, die dieser Sarg hat. Ihr seht ja links und rechts einmal vier Knöpfe und die Symbole daneben her. Das sind Soundeffekte, so typisch, cartoonisch, Scooby-Doo-mäßig. Mega gut, ich finde die richtig klasse. Ich werde euch mal vorführen. Dafür machen wir das Ding mal an. Es gehören natürlich Batterien rein. Gleichzeitig habt ihr hier vorne ja ein Licht. Ich zeige euch mal kurz so. Warum ein Licht? Ganz einfach. Ihr habt hier die Möglichkeit,
was aufzumachen und hier einzubauen. Ihr seht schon hier diese kleinen Slider, die ihr bei jedem Set dabei habt. Die Slider könnt ihr einfach hier einsetzen, dort drauf machen und dann kann man die wunderbar auf eine ebene Fläche auslesen. Natürlich wirkt es am besten, wenn es dunkel ist. Könnt ihr mit allen machen, natürlich, wir haben auch verschiedene, aber das ist schon ein geiles Feature. Ihr könnt natürlich auch wackeln lassen, also hier das sieht auch sehr gut aus. Aber jetzt kommen wir zu den Soundeffekten, die sind richtig klasse. Ich werde euch immer nacheinander abspielen. Wow, 70361, das Geisterschloss oder die Männer, Menschen, wie ihr das nennen möchtet. Boah, ich finde das krass. Die Idee dahinter ist schon mega, was für Sachen da eingebaut sind. Alleine, Entschuldigung, das mit dem Sarg ist mega geil. Ihr habt 8 Soundeffekte, ihr habt diese Taschenlampenfunktion, wo ihr deine Sachen auch irgendwo hinbeamen könnt. Das finde ich klasse. Ihr könnt jede einzelne von den vorherigen Slides oder diese durchsichtigen Karten könnt ihr hier reintun und vergrößern. Finde ich klasse. Dann, wie gesagt, die Sound finde ich super. Die App-Funktion, das ist eine sinnvolle, erweiternde App-Funktion, die ich richtig feiere. Die Grafiken finde ich klasse. Allein die Ideen dahinter, der Geist, die Augen, die Bücher und was es noch alles gibt, das ist super. Die Features in diesem Set. Ich weiß, ich bin zu alt für sowas normalerweise. Was Quatsch ist, ja, man ist nie zu alt für irgendwas, wenn man Spaß dran hat. Lasst euch das nicht erzählen. Ihr seid nie zu alt für irgendwas, wenn ihr Spaß dran habt. Punkt. Ich finde sogar die geilen Vorhänge, die so geisterhaft aussehen, die im Dunkeln leuchten, finde ich auch klasse. Die Treppe, die Drehtür, der Kerzenleuchter, der runterfallen kann, der Schornstein, das Geheimversteck unterm Bärenteppich, wenn man den da hinlegt natürlich, die Falltür, die ich jetzt nicht zugemacht habe. Ich feiere das total ab. Ich finde das mega. Und für knapp 100 Euro, ganz ehrlich, für 100 Euro, oder das kostet, ich glaube, 93, 96 Euro ein paar zerquetschte wegen der Mehrwertsteuersenkung, ich finde das nicht viel. Für das, was ihr bekommt oder was man damit alles machen kann und für die Größe alleine schon, finde ich das Set richtig klasse. Natürlich, man kann jetzt sagen, hey Chris, du hast es vom Playmobil kostenlos gekriegt zum Zeigen. Ja, richtig. Aber es hat keiner gesagt, dass ich das sagen muss, dass es toll ist. Nein, ich finde es einfach klasse. Schön, mir gefällt das echt gut. Da ihr bei diesem Video nicht kommentieren könnt, weil es natürlich für Kinder gemacht ist, also kindergefleckt ist, könnt ihr bei Instagram, ihr seht hier nochmal die Einblendung, wie ihr mich bei Instagram findet, habe ich natürlich auch ein Titelbild. Das Titelbild von diesem Video ist bei Instagram. Darunter könnt ihr bitte eure Meinung kommentieren. Das seht ihr dann auch automatisch bei mir auf Facebook, bei Christainment auf dem Kanal. Bei Facebook könnt ihr natürlich auch kommentieren, was ihr von diesem Set haltet. Ich finde das mega. Also ein richtig cooler Abschluss der Serie von Scooby-Doo. Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß, was 2021 so bringt. Krass. Ich bin richtig, richtig, richtig überrascht von der Qualität allgemein schon und von dem Spielspaß, den man haben kann. Ey, ich bin kein Kind, man hat Spaß dabei. Ich finde das mit der App so geil. Es gibt genug Unternehmen, die versucht haben, mit Apps Spielzeug zu verkaufen. Es gibt einen großen Hersteller, der Bausteine macht. Der hat das schon ein paar Mal probiert und ist kläglich gescheitert. Das ist sinnvoll, kostet nicht extra. Ihr kriegt die App umsonst und es funktioniert richtig klasse. Es ist ein geiler Effekt zum Rumspielen. Ich saß die halbe Stunde mit Kumpels, da habe ich den Kumpels das gezeigt, die waren auch begeistert. Wir haben eine ganze Zeit mit den Geistern rumgespielt. Mega, richtig klasse. Also ich danke euch fürs Zugucken, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen für das Video da, teilt es mit euren Freunden oder lasst auch noch ein Abo da, wäre natürlich noch besser. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns bei den nächsten Videos, auch von Playmobil kommt wieder was, und zwar Galaxy Police, die komplette Serie seht ihr hier bei mir auf dem Kanal, und ein Online-Shop-Exclusive, es wird ein bisschen historisch und bildungstechnisch, würde ich fast sagen, die griechischen Gottheiten kommen auf den Kanal.
Genau so sieht's aus. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, sag ich mal, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Kekse.